goldenen 20er beginnen eigentlich schon 1915. Dieser junge Mann ist 23 Jahre alt und heißt Oliver Hardy. Er kommt als frischgebackener Bräutigam zum letzten Mal in seinen Junggesellenclub. Alles gratuliert ihm. Er kann die Gratulanten kaum abschütteln. Nanu, sagt die Skatrunde, hier ist doch ein Bube zu viel im Spiel. Gehen Sie mir vom Leibe, Herr. Scheint überhaupt ein unruhiger Junggesellenclub zu sein. Dann schon lieber heiraten. Turbulenter kann es in der Ehe auch nicht zugehen. Selbst wenn die Braut musikalisch ist. Sie spielt noch einmal das Gebet einer Jungfrau. Morgen wird sie neues Repertoire brauchen. Oliver Hardy kann die Leidenschaft nicht mehr halten. Ach, er muss sich setzen. Aber da liegt ein Nadelkissen. Liebe macht blind, besonders hinten. Er wendet sich an die Schwiegermutter. Au Backe, au Backe. Und hier haben wir den jungen Stan Laurel, bevor er den Dicken kannte. Er handelt mit einer Wundermedizin gegen das Altwerden, E605. Aber überall wird er abgewiesen. Da geht einem noch der Hut hoch. Damit das nicht wieder passiert, hält er jetzt die Kreissäge fest. Na, wie wär's? Nachbar, euer Fläschchen, da unten steht's. Da unten steht's. Aber der Nachbar hat das Geschwafel satt. Halt sie endlich den Rand, schreit er. Und tatsächlich, Stan Laurel hält den Rand. Von der Butterblume. Und hier wieder ein anderer Film. Oliver Hardy als Instrumentalvirtuose zieht bei einem Ehepaar als Untermieter ein. Schon das Dienstmädchen macht dem großen Künstler schöne Augen. Und schöne Beine. Das haut den stärksten Papagei von der Stange. Aber nun erst die Dame des Hauses. Sie hört den Meister musizieren, unseren Pauker. Diesen Klängen kann keiner widerstehen. Alles schmilzt dahin. Sogar der Paukenschläger. Aber auch als Streicher hat er den Bogen raus. Ei weh, jetzt kommt der Ehemann. Auch er hört die Fiedel. Bloß so gebummfiedelt wie seine Frau fühlt er sich natürlich nicht. Wenn hier einer die erste Geige spielt, bin ich es, denkt er. Mit Recht, denn damit steht und fällt die ganze Ehe. Und hier im Jahre 1926 haben wir Laurel und Hardy zum ersten Mal zusammen in einem Film, aber noch nicht als Partner. Stan Laurel, der junge Mann, hinter dem großen Schnurrbart spielt einen ängstlichen Hotelgast. Unser Betthase in Angst, Verzeihung, unser Angsthase im Bett bekommt plötzlich Gesellschaft auf der Steppdecke. Könnt ihr euch nicht woanders zanken? Ich habe ein Einzelzimmer gemietet. Ich bin ein Gentleman, von Kopf bis Fuß. Aber schon naht Oliver Hardy als Hoteldetektiv. Und damit man ihn nicht erkennt, hat er ein Laken um. Höchste Zeit, denn Laurel kann sich die Leute kaum noch vom Hals schaffen. Lass bloß das Schießeisen stecken, das hat man nicht gern, wenn's unter der Bettdecke knallt. Aber Gott sei Dank, Laurel ist nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Im nächsten Jahr, 1927, ist das Komikerpaar Laurel und Hardy geboren. Man kann heute noch sagen, Hut ab vor diesen Komikern. Hut auf. Hut ab, bitte. Hut auf, habe ich gesagt. Hut ab vor dieser Kopfarbeit. Kommen Sie. Jetzt tut ab. Danke. Und dann kam der Film, bei dem zum ersten Mal die Namen Laurel und Hardy groß auf der Leinwand erschienen. Onkel Hardy hat seinen Neffen aus Schottland gerade vom Dampfer abgeholt. Aber dem guten Onkel ist der kniefreie Neffe mehr als peinlich. Geh 10 Schritte hinter mir, sonst denken die Leute noch, wir sind verwandt.
sieh da, unser Schottenröckchen findet auch an anderen Röckchen Gefallen. Der kleine Sprinkensfeld. Nanu, wo ist er denn hin? Ach du liebes Bisschen, als ob die Leute noch nie einen Herrn im Plissé-Rock gesehen haben. Hörst du wohl? So, nun gehst du mir aber nicht mehr von der Seite. Pass auf, da kommt der Entlüftungsschacht von der U-Bahn. Da! Ach, war das schön. Onkelchen, darf ich nochmal? Und was nun die alte Frage betrifft, ob ein Schotte was drunter hat, er hat. Nein, er hatte. Aber vor lauter Niesen merkt er nicht, was ihm da zu Füßen liegt. Vorsicht, der nächste Entlüftungsschacht. Ja, meine Damen, müssen Sie denn auch überall hingucken? Und jetzt dämmert's auch unseren beiden. Letzte Hose, du entschwandest. Wieder in Ordnung. Nur was sagt man? Unser kleiner Sprinkinsfeld hat schon wieder angebissen. Und Onkel weiß nicht, was er tun soll. Junge, komm bald wieder. Ist doch unglaublich, was dieser Neffe für Wind macht mit seinem kurzen Hemde. Der kann was erleben, der Schottenhammel. So, und jetzt fahren wir mit dem Bus weiter. Der Bus ist noch ein altes Modell. Oben ohne. Aber hier fallen Schotten nicht so auf. Da kommt schon der Nächste. Nun lass mal deinen Onkel sitzen, der hat das bessere Sitzfleisch. Dieser Sprinkensfeld. Jetzt hat er schon wieder was fürs Herz entdeckt. Was haben denn die Leute, denkt Hardy? Na, da wollen wir mal lieber Tuchfühlung mit dem Neffen nehmen. Komm, setz dich. Sagen Sie mal, was fällt Ihnen denn ein? So ein alter Mann und läuft im Dirndl rum? Onkelchens Ärger wird immer ärger. Sag mal, was ist das für eine Art, jeder Dame nachzuhopsen? Pass mal auf, wie man das als Kavalier macht. Schottischer Brauch.
sagt Stallone. Nein. So, und jetzt werde ich dir mal zeigen, was ein alter amerikanischer Brauch ist, Dummnase. Wenige Monate später kommt der neue Laurel und Hardy-Film heraus. Diesmal spielen sie Lohndiener. Sie sollen bei Familie Neureich servieren helfen. Schlag doch einer lang hin, sagt Oliver Hardy. Die Dame des Hauses ist Obstsalat. Hopsala, Frau Neureich. Ja, mit der Kirsche ist nicht gut Kirschen essen. Und hier der Hund des Hauses. Der denkt sich, wenn es die Gäste tun, warum soll ich nicht auch fressen? Hören Sie mal, fußen Sie mit mir? Nein, ich dachte, Sie fußen mit mir. Du dumme, dumme Kirsche. Du kriegst gleich eins mit dem Löffel hinter die Löffel. Ah, nun kommt die Torte. Reine Schlagsahne mit Bananencreme auf Biskuitteig. Man muss schon sagen, mit dieser Torte hat der Konditor den Vogel abgeschossen. Abgeschossen. Also das Beste ist in solchen Fällen, man tut, als ob gar nichts geschehen wäre. Hauptsache Ruhe bewahren und auf dem Teppich bleiben. Da schlag doch einer lang hin. Wohl ins Fettnäpfchen getreten. Die Gastgeberin ist immer noch hinter der Kirsche her. Sie geht in die Flanke. Jetzt eine Rechtsvorlage. Und nun Tor. Nein, sie hat sie immer noch nicht. Da hat denn Laurel die bessere Idee. Die Kirsche ist zum Greifen nah. Da wird ihr wieder schwarz vor Augen. Diesmal ist denn Laurel dran. Warum auch nicht? Die Bananenschale ist schließlich für alle da. Können Sie sich nicht vorsehen? Jetzt haben Sie mir einen Fleck auf den neuen Anzug gemacht. Ausgerechnet Bananen. Geben Sie mal Ihre Serviette. Na, also typisch Neureich. Sie können doch nicht Ihre Mayonnaise an meinem Hemdzipfel abwischen. Wenn das nun jeder machen wollte.
Na, Gott sei Dank, es war noch eine Reservetorte da. Reine Schlagsahne mit Bananen. Und da liegt die Bananenschale. Wenn das nur gut geht, man kann gar nicht hingucken. Also, rein kosmetisch gesehen soll Sahne ja gut für die Haut sein. Reinigt die Poren, aber alles zu seiner Zeit. Los, verschwinde. Hol die nächste Torte. Ich übernehme hier so lange das Kommando. Los. Höchste Zeit, dass man die Gäste auf Vordermann bringt. Hinsetzen. Kein Mucks mehr. Ich habe hinsetzen gesagt. Die nächste Torte. Nun kann ihm keiner mehr an den Wagen fahren. Frau Neureich scheint einen kleinen Wunsch zu haben. Kommen Sie doch schon. Der Kampf mit der Tollkirsche ist immer noch unentschieden. Madame? Nächste Runde, Madame. Gestatten, gnädig Sie, dass ich Ihnen den Kopf zurechtsetze? Ja? Nein! Lassen Sie das. Servieren Sie lieber den Salat. Aber so wie er ist, ohne jede Aufmachung. Verstanden? Den Salat kann Sten Laurel vorbereiten. Jetzt gibt's erstmal einen Schlag Suppe. Aber leider sind die Stuhlmöbel Stilmöbel. Gnädige Frau, darf ich mal da unten bei Ihnen mit dem Teller durch? Vielleicht geht's von oben. Ein spannender Moment. Eine spannende Hose. Das Band zerrissen und du bist frei. Ja, was ist denn? Wollen Sie nicht weiter servieren? Eine Bedienung ist das. Jetzt reißt mir aber langsam die Geduld. Mir ist ganz was anderes gerissen. Und nun bringt Laurel wie befohlen den Salat. So wie er ist, ohne jede Aufmachung. So, ein Blättchen für Fati. Ein Blättchen für die gute Tante. Ein Blättchen für den guten Onkel. Ein Blättchen für die andere Tante. Halt, das waren zwei Blättchen. Nein, jeder kriegt nur eins, sonst reichen wir nicht. Ein Blättchen für den Hausherrn. Ein Blättchen für die Mutter. Nein, Mutter hat schon wieder ihr Visier runter. Hilfe, schreit die Gastgeberin und Oliver Hardy. In seiner mitreißenden Art stürzt die Angie. Schämen Sie sich nicht? In Unterhosen? Nachher bringen Sie noch Äpfel im Schlafrock. Hardy will seinen Freund wenigstens notdürftig bekleiden und beginnt nun seinerseits mit der Striptease-Nummer. Hallo? Aber der Gastgeberin kann man anscheinend nichts recht machen. Und sowas nennt sich Dolce Vita. Das süße Leben. 1927 drehten Laurel und Hardy mit anderen Komikern einen Film, der in einer Klapsmühle spielt. Das heißt, mehr im Garten, im Irrgarten. Ein verrückt gewordener Radiosprecher hat sein Mikrofon hingehängt und Charlie Chase ist ganz begeistert. Er findet das Mikrofon zum Anbeißen. Der kleine Laurel leidet an Größenwahn. Er hält sich für Wilhelm Tell. Er will unbedingt dem Tellknaben Hardy den Apfel vom Kopf schießen.
das ging ins Auge. Hardy ist ein typischer Fall von Managerkrankheit. Selbst im Sanatorium will er noch weiterschieben. Ah, jetzt gibt's wohl was zu essen. Denn ich fress einen Besen, wenn die nicht ihre Besen fressen. Charlie Chase übrigens, einer von den Irren eben, spielte auch eigene Komödien. Hier wartet er auf seine Braut, die gerade mit dem Dampfer nach Amerika zurückkommt. Ah, da ist sie ja. Nein, das ist sie nicht. Das ist eine andere Dame, die sucht auch jemand. Übrigens eigenartig. Gerade an Dampferanlegestellen stößt man manchmal auf nette Leute. Oh, tut mir leid, Gnädigste. Oh, ja. Aber Sie sollten sich mal einen neuen Koffer kaufen. Ihr Schnappschloss schließt nicht mehr richtig, sonst dürfte doch nicht gleich der ganze... Oh, der schöne Puder. Schade, dass ich keine Schippe bei mir habe. Nur keine Ungeduld, der Schaden ist schon behoben. Oh, aber wie gesagt, Ihr Schnappschloss schließt nicht mehr richtig. So, darf ich bitten? Und nun muss ich mich leider verabschieden, sonst vermisse ich noch meinen Pass. Sonst verpasse ich noch meine Miss. Hallo, Schatzi, da bist du ja! Ja, wie ich vorhin schon sagte, Ihr Schnapsloch schnappt nicht. Sie müssen sich mal einen neuen Koffer... Oh! Natürlich, Sie haben ja recht. Das geht mich nichts an. Was mische ich mich auch in fremde Koffer? So, nun ist alles wieder drin im Koffer. Moment mal, wo habe ich denn meinen Hut? Ich muss meinen Hut zwischen Ihr kleines Nachthemdchen gesteckt haben. Da bist du ja, du liebes Verbeultes. Ich würde mich ja gern revanchieren, aber meine Schuhe sind nicht spitz genug. Halt, ich weiß was Besseres. Und wenn Sie sich jetzt einen neuen kaufen, achten Sie auf das Schnappschloss. Einen schönen Sonntag noch. Na endlich haben Sie sich gefunden. Auch der Taxifahrer freut sich. Er hat gerade seinen Führerschein gemacht. Da ist sie ja schon wieder. Und auch noch eifersüchtig. Schnell auskuppeln, ersten Gang rein. Was muss sie auch da stehen, die dumme Gans? In diesem Film geht es um richtiges Geflügel. Hier haben wir den preisgekrönten Farmer mit seinen Prachthühnern und Preispokalen. Kein Wunder, denn bei seinem Nachbarn bekommt selbst ein blindes Huhn noch ein Gerstenkorn. Kaum hat er was gesät, schon ist es weg. Aber das kann doch einen Sämann nicht erschüttern. Kleingärtner Max Davidson hat kein leichtes Leben. Dauernd gibt es mit dem Nachbarn ein Hühnchen zu rupfen. Ganze Geschwader gehen zum Tiefangriff über. Aber wartet man. Ein Huhn wird vom Feindflug nicht zurückkehren. Wer frisst, wird gefressen. Unglücklicherweise ist es Emma mit der Goldmedaille. Aber Max kann kein klagendes Hühnerauge sehen. Er lässt das Huhn leben. Nun hat ihm der Nachbar eigentlich nichts mehr vorzuwerfen. Höchstens nachzuwerfen.
Vom Geflügel zur Pferdezucht. Der Rennstallbesitzer kann lachen. Er ist reich, er hat das beste Pferd im Stall, alles fliegt ihm nur so zu. Nur das Personal lässt zu wünschen übrig. Oliver Hardy ist völlig ungeeignet als Gaulleiter. Zufällig hören unsere beiden eine sensationelle Neuigkeit. Blue Boy, der blaue Page, ist gestohlen worden. Moment mal, Blue Boy, das ist doch das Pferd, das bei uns in der Lehre ist. Und die Belohnung ist ausgesetzt, die werden wir doch nicht anderen Leuten überlassen, die holen wir uns selber. Hier ist nun der richtige gestohlene Blue Boy, der blaue Page von Gainsborough. Und hier haben wir auch die tüchtigen Detektive, die das Bild wieder aufgestöbert haben. Der Millionär, dem das Bild gehört, kann sich freuen. Hallo? Ist dort der Herr Millionär persönlich? Wir haben Ihren blauen Pagen wieder. Na los, her mit dem Bild! Inzwischen haben Laurel und Hardy den vierbeinigen blauen Pagen angebracht. Der Millionär ist noch beim Anziehen. Er ist ein armer Millionär. Er hat überhaupt keine Angestellten. Deshalb muss er den Schlüssel runterwerfen, damit sie den blauen Pagen ins Haus bringen können. Was denn, ins Haus? Ja, wohin denn sonst? Natürlich ins Haus. Okay, wird gemacht. Millionäre soll man nicht reizen. Meine Güte. Die schöne Venus von Milovic. Aber die Dame kriegt man schon wieder zusammen. Bravo, Hardy. Dank im Namen der Aktion. Saubere Leinwand. Naja, ein schöner Rücken kann auch Form entzücken. Der Millionär ist immer noch nicht mit Anziehen fertig. Hallo, stellt den blauen Pagen auf den Flügel. Habt ihr verstanden? Der macht einen ganz verrückt. Auf den Flügel. Man weiß ja kaum mehr, wo hinten und vorn ist. Aber gut, soll er seinen Willen haben. So eine Studie macht sich vielleicht ganz nett als Nipsfigur. Na nun, hat er nicht eben was gewährt? Ich höre immer Bieren. Verfluchte Whisky gestern.
Kommt Muttermillionär mit den beiden Detektiven. Sie bringen den anderen blauen Pagen, der nicht mal wehren kann. Ruhig mal, da kommt jemand. Na, der wird jetzt eine Überraschung erleben. Oh ja, Bescherung wie Weihnachten. Dem Millionär ist die Sache völlig unklar. Den blauen Pagen gibt's nur einmal. Und da steht er. Was zum Teufel habt ihr gebracht? Gar nichts haben wir zum Teufel gebracht. Wir wollten nur unserem kleinen Vierbeinerli mal ihre hübsche Wohnung zeigen. Der Millionär versteht keinen Spaß. Welcher Millionär tut das schon? Von einem Pferd lässt sich doch so ein Mann nicht veräppeln. Vorsicht, das wertvolle Bild! Ein großer Maler, dieser Gainsborough. Das Gesicht wirkt direkt plastisch. Vom Pferd zum Heuschnupfen ist ein kleiner Weg. Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln an Heuschnupfen leidet, der der hat nichts zu lachen und seine Mitmenschen erst recht nicht. Nun könnte man sich ja ein Taschentuch vor vorhalten, aber die Leute sollen ruhig ihr eigenes nehmen. Sehen Sie, das war ein Fehler. Jeder Arzt wird Ihnen sagen, dass die kleinen Strohfasern, die beim Zerbrechen eines Hutes unvermeidlich sind, beim Atmen in die Nase kommen. Und dadurch den Heuschnupfen nur noch verschlimmern. Aber wahrscheinlich ist der Mann kein Arzt, man könnte eher annehmen, er hat ein Hutgeschäft.
Unser Meister Nieser liest den Leitartikel, obwohl er nicht so aussieht, als ob er das Pulver erfunden hat. Das schöne Taschentuch. Das waren aber auch mindestens drei Atü. Charlie will nicht, dass sich noch mehr anstecken. Was denn? Sie auch? Moment, ich helfe Ihnen, Sie kleiner Keimträger. Charlie ist entschlossen, dem anderen das Leben zu retten und wenn er ihn dabei umbringen müsste. Laurel und Hardy betätigen sich jetzt als Bauunternehmer. Spezialität? Wetterfeste Eigenheime. 3 Jahre Bauzeit, 1 Tag Garantie. Bestellen Sie noch heute ein Haus bei uns, auch wenn es Ihnen morgen einfällt. Denken Sie an uns. Der Bauherr bietet den beiden eine Prämie, wenn sie den Termin einhalten. Klar, wir haben noch jeden Gerichtstermin eingehalten. Direkt neben der Baustelle ist ein Hospital mit dem Schild Größte Ruhe. Die Oberschwester macht beim zuständigen Wachtmeister Krach, weil nebenan so ein Krach ist. Dauernd wachen mir die Patienten auf und ich habe die Arbeit. Wie alle Wachtmeister muss auch dieser erst eine angeborene Schüchternheit überwinden. Hört mal, Jungs, wenn ihr schon Krach machen müsst, macht ihn leise. Nebenan ist eine Reparaturanstalt für Schlaflose.
Hardy ist wütend vom Scheitel bis zur Sohle. Musst du auch alles rumliegen lassen, die teuren Nägel. Drei sind schon kaputt. Laurel denkt, da hat mich doch einer auf die Schippe genommen. Und was denkt Hardy? Oh, Sole mio. Aber meine Herren, ich habe Sie doch so gebeten, leise zu sein. Auch die barmherzige Schwester wird jetzt unbarmherzig. Wer ist hier der Bauführer? Da steht mein Führer. Schönen guten Morgen, liebe Schwester. Aber Schwesterchen hat keinen Sinn für feines Benehmen. Ich warne euch. Ich habe schon ganz andere auf den Friedhof gebracht. Endlich kann die Arbeit wieder weitergehen. Zeit ist Geld und als Bauarbeiter lebt man doch von der Hand in den Mund. Schade um die schönen Nägel. Laurel setzt nicht nur Fenster ein, er setzt beinahe sein Leben ein. Denn dieses Fenster fällt sehr aus dem Rahmen. Jetzt könnte man es direkt als abstraktes Kunstwerk ausstellen. Jetzt nicht mehr. Hardy kann wieder den Mund nicht voll genug kriegen. Gegen Blutarmut soll ja Eisen sehr gut sein. Laurel hat keinen Sinn für den armen Schlucker. Aber jetzt zeigt es sich, dass Hardy Nägel im Bauch hat. Wer macht hier Krach? Wenn du mir nicht die Fußbank weggenommen hättest, wäre ich lautlos wie ein Mäuschen vorbeigekommen. Nämlich so. Kleinholzknacker! Der Anti-Lärm-Liga sollte man nicht melden! Und sowas nennt sich Freund und Helfer. Und da kommt schon wieder Schwesterchen. Ach, Schnauze! Sie sind an allem schuld! Sagt das blaue Auge des Gesetzes. Oh,
Endlich ist der große Tag gekommen. Das Haus ist fertig. Und der Besitzer zahlt die versprochene Prämie. Aber der erste Vogel, der sich auf den Schornstein setzt, ist ein Pechvogel. Bekanntlich zerfällt ein Fertighaus in zahlreiche Bauelemente, die wiederum in viele Einzelteile zerfallen. Der Bauherr verlangt sein Geld zurück. Aber das kommt natürlich nicht in Frage. Wir haben ihn das Haus hingesetzt und da sitzt es. Es ist die alte Sache. Bauherren sind nie zufrieden und meist greifen sie dann zu unsachlichen Argumenten. Schwesterchen hat ihren Laden dicht machen müssen. Seit das Haus fertig ist, konnten die Patienten die Ruhe nicht mehr ertragen. Thank you.
Ohne Zweifel sind Steine ein solideres Material als Holz. Denn Holz, besonders wenn es größeren Belastungen ausgesetzt wird, gibt nach. Und der Besitzer dürfte schwer einen Käufer finden für diesen verfahrenen Bau. Es hat sich aber doch einer gefunden. Max Davison mit seiner Familie zieht gerade ein. Und die Nachbarn schließen Wetten ab, wann er wieder ausziehen wird. Die Haustür will nicht. Aber dann zeigt sie sich sehr entgegenkommend. Auch der Knopf muss wohl neu angenäht werden. Na nun, 2 mal 13, das sind ja 26. Na bitte, die klügere Tür gibt nach. Auch wenn es die Nachbarn nicht glauben wollten. Na, was habe ich gesagt? Ist das ein Haus? Erstmal Licht machen. Geht nicht. Doch, im Nebenzimmer. Komische Anlage. Vorne knipst man und hinten brennt's. Man soll nicht Elektriker werden, wenn man so eine lange Leitung hat. Das hat mir gefehlt. Beleuchtung mit Fernsteuerung. Wenn das im Badezimmer auch so ist mit dem Strom. Da! Ha! Hab ich Wasser geknipst? Wenn ich sag Strom, meine ich nicht Niagara. Das hat man nötig. Nass von oben bis unten. Sehe ich aus wie ein Nassforscher? Da schau, wie das trippt. Bin ich ertrippt, ich schon? Wirst du wohl leiser wischen? Du wischt mir ja das ganze Muster weg, wo das Linoleum so teuer war. 3,80 der laufende Meter von der Rolle. Bist du ein laufender Meter? Und wenn ich sage Rolle, musst du dich gleich rollen? Ein anständiges Linoleum legt sich platt wie eine Flunder. Markiert dich den Rollmops. Tja, aber was regt man sich auf? Wie sagt der Dichter, immer mit der Ruhe und der Guten, auch verflixt. Der Wasserhahn ist größenwahnsinnig geworden, er hält sich für einen Gashahn. Jetzt fehlt nur noch, dass der Küchenherr glaubt, er ist ein Springbrunnen. So, was habe ich gesagt? Ist das eine Villa oder ein Spukschloss? Das Klavier soll ich schieben? Da bin ich ein Schieber? Gut, aber ein Klavierschieber bin ich auf keinen Fall. Schwer ist so ein Instrument. Jetzt weiß man erst, was der Rubinstein leistet. Na, was sagt ihr zu dem Klimperkasten, der verrückt ist? Drüben gefällt es ihm doch besser. Draußen kommt inzwischen die neugierige Verwandtschaft an. Und drinnen merkt man langsam, dass der Fußboden nicht eben ist. Was heißt eben? Eben war er noch eben. Wird man ihn wiegen mit der Wasserwaage? Na und? Der Turm in Pisa ist auch nicht gerade. Und da zahlt man noch Eintritt. Die Verwandtschaft hat inzwischen Hunger gekriegt. Aufmachen, wir wollen bei euch Kaffee trinken. Wenn ihr uns nicht reinlasst, gibt es ein Blutbad. Gute Idee. Ich kann auch mal wieder baden. Unten sitzt die Verwandtschaft und wartet auf Abfütterung. Und oben sitzt der Papa und beseift sich. Beim Bäcker war Sommerschlussverkauf und deshalb ist die Torte ein bisschen trocken. Aber man kann sie ja befeuchten.
Der schmeckt ja nach Fichtennadeln. Auch der Kaffee ist eine bohnenlose Frechheit. Habt ihr den im Wasserbad gewärmt? Wasserbad stimmt. Papa in der Badewanne kann nun kein Wässerchen mehr trüben. Dafür sind die Gäste mit allen Wassern gewaschen. Gut, mein Sohn, ein braves Kind lässt nichts auf dem Teller liegen. Mutter will die Schotten dicht machen. Aber Schiebetüren sind auch nicht mehr das, was sie waren. So ein Familientreffen war immer etwas Gemütliches. Onkel Otto wirft Onkel Eduard vor, dass er seinen Sohn nicht gut erzogen hat. Das nimmst du sofort zurück. Mein Sohn ist vielleicht besser erzogen als deiner. Und bei deinem ist es höchste Zeit, dass man mal ein bisschen nachhilft. Wie kommst du dazu, meinen Sohn zu verdreschen? Mein Sohn ist eine friedliche Natur, das hat er von mir. Mensch, du lässt dich von meinem Ollen verbimsen? Das lass mal nicht meine Mutter sehen. Ottilie, ich warne dich. Wenn ich nicht eine Dame wäre, würde ich dir jetzt einen in die Schnauze schlagen. Und so werden wir leider nie erfahren, wer seinen Sohn besser erzogen hat. Seid ihr verrückt? Ich bin frisch gebadet. Und lasst das Telefon stehen, nicht mit dem Telefon schmeißen. Wenn wir die Post ärgern, wird sie noch langsamer. Lass den Stuhl stehen, der ist die Bremse fürs Klavier. Kann nichts passieren, das Klavier hat Vorfahrt. Von der Vorfahrt zum Zebrastreifen ist wieder nur ein Schritt. Laurel und Hardy sind gerade aus dem Gefängnis ausgerückt. Das Essen hat nachgelassen. Auch die Bedienung war nicht mehr gut. Sie haben sich mit zwei Spießgesellen verabredet, damit sie wieder zu ihren Zivilanzügen kommen. Hier habt ihr die Klamotten, sagt Geldschrank Pauli. Nur bei Dalli. Raus mit den Staatskleidern, das Muster ist zu aufdringlich. Und an dieser Stelle muss man mal ein ernstes Wort an die Autokonstrukteure richten. Auf den Rücksitzen von Privatwagen ist es mit größten Schwierigkeiten verbunden, eine Hose anzuziehen. Und in diese Situation kann schließlich jeder einmal kommen. Wenn nun obendrein aus triftigen Gründen die Geschwindigkeit des Fahrzeugs beschleunigt werden muss, ist der Wechsel von Garderobe nahezu unmöglich. Na Gott sei Dank, nochmal gut gegangen. Bei diesem Modell, Herr Müller, ist die Hupe synchronisiert und die Kerzen brennen im Auspuff. Komm, die Luft ist rein. Laurels Hose ist viel zu weit. Und Hardy kriegt seine kaum zu. Wir haben die verkehrten an. Wir müssen sie tauschen. Aber das ist gar nicht so einfach.
dem Hof eines Fischgeschäfts. Na, Fischers Fritze hat heute nicht die frischesten Fische gefangen. Schämst du dich nicht, kleiner Fisch, und stinkst schon so? Hier wollen sie ihre Hosen tauschen. Auch ein kleiner Taschenkrebs möchte tauschen mit seiner Umgebung. Das geht in die Hose, du kleine Krabbe. Der Taschenkrebs wird zum Hosentaschenkrebs. Autsch! Der Taschenkrebs wird munter. Ich glaube, ich habe einen Stich. Autsch! Es geht schon wieder los. Er hat nämlich einen Stich. Da! Ist eine Leiter. Harvey hat wieder die eigene Hose an, aber keine Ahnung, dass da ein Untermieter drin ist. Na, lass gefälligst diese Albernheiten. Unsere Lage ist schon so verzwickt. Die Wahrsagerin hat recht behalten, die den beiden mal prophezeit hat, sie werden eines Tages im Leben ganz nach oben kommen. Man sagt ja auch, dass Höhenluft sehr gesund ist, besonders in Großstädten. Thank you.
Die Leiter. Das ist der letzte Strohhalm, an den sich die beiden klammern wollen. Du hast aber auch Ideen. Wo willst du denn hin? Thank you.
Halt dich an der Strippe fest und ruh dich erstmal aus. Die Polizei ist doch immer hilflos. Typisch. Erst spielen sie sich wer weiß wie auf und machen Schwierigkeiten. Aber so wie der geringste Druck von oben kommt, sind sie auf einmal so klein, mit Hut. Und hier haben wir wieder Max Davidson. Diesmal ist er Besitzer einer Schaufensterpuppenreparaturwerkstatt und als Schaufensterpuppenreparaturwerkstattbesitzer trägt er eine kaputte Schaufensterpuppe auf dem Rücken. Den Leuten kommt dieser Weihnachtsmann im Sommer merkwürdig vor. Vielleicht ein Lustmörder, der jemand um die Ecke gebracht hat? Herr Wachtmeister! Max wird die Sache langsam unheimlich. Na und? Ist es verboten, wenn man ein Stückchen Bein zeigt? Die heutige Mode zeigt noch viel mehr. Aber Scherereien soll man aus dem Wege gehen. Sagen Sie mal, haben Sie hier einen schäbigen Kerl mit einem Sack gesehen? Ja, was denn nun? Na, was denn nun, jein oder na? Ja oder nein? Jein. Kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Gehst du weg, verdammter Köter? Die Puppe ist viel zu groß für dich. Wenn ein Mensch, der eben noch hier war, plötzlich weg ist, was folgt daraus? Ich bin urlaubsreif. Joi, der Köter hat mein Bein ausgerissen. Bist du verrückt? Hältst du dich für einen Klapperstorch? Hilfe! Na, Hals- und Beinbruch. Da kommt ein Herr, der sich aus dem damaligen Alkoholverbot anscheinend nicht viel gemacht hat. Oh, ein süßes Beinchen. Wem gehört denn die kleine Wade? Na, wem wird sie gehören? Mir gehört sie. Gestatten, nächste... dass ich Ihnen Ihr Bein zu Füßen lege. Halt! Das möchte Ihnen passen, wegfahren mit zwei linken Füßen. Und hier noch eine kleine Auslese von berühmten Laurel- und Hardy-Szenen. Seine Hoheit, der Prinz von Pressack-Patzkewitz, kommt nach Amerika, um für sein europäisches Fürstentum Entwicklungshilfe zu erbitten.
Seine Hoheit wird in einem New Yorker Hotel gebührend empfangen. Als er in den Fahrstuhl steigt, erbittet man eine Begrüßungsansprache von ihm. Eine Ansprache? Ach bitte, Hoheit. Also mein Zwien, wollen wir nicht so sein. Meine Damen und Herren, Kameraden, es ist mir ein außerordentliches Bedürfnis, an dieser Stelle meinem Bedürfnis Ausdruck zu geben, dass ich ein außerordentliches Bedürfnis habe. Kurzum, ich habe den Faden verloren. Sie leben hoch, hoch, hoch. Unerhört, vollkommen mit Öl bekleckert. Bin ich ein Ölprinz? Ach, lassen Sie das. Führen Sie mich lieber in meine Zimmerflucht. Ach, Flucht, du Schweinerei. In meinem Lande kämen Sie ins Loch dafür. Das reine Sabotageloch. Hier kommen Laurel und Hardy gerade vom Zahnarzt. Er hat ihnen zu viel Lachgas gegeben und nun müssen sie das Gas erstmal auslachen. Aber die Polizei hat nur Sinn für den Ernst des Lebens. Wir fahren jetzt zum nächsten Polizeirevier. Platz da! Mit Leuten wie ihr wäre ich schon fertig. Und nun, vorwärts! Ihren Verfolgern zu entgehen, flüchten sie in einen Tunnel. Und dank der Eisenbahn entsteht eine neue praktische Erfindung, das Schmalspurauto. Immer wieder gibt es Hindernisse für die beiden, aber sie werden mit jedem Hindernis fertig. Hier sind sie als Maler tätig, als Landschaftsmaler. Die Porträtmalerei liegt ihnen weniger. Und hier geben sie schon in den 20er Jahren eine exakte physikalische Erklärung der Kettenreaktion.
Bananenschale und Cremetorte. Immer wieder beliebte Requisiten der Stummfilmkomik. Gewiss, man hat sie schon gesehen. Aber was es jetzt hier zu sehen gibt, das hat man bestimmt noch nicht gesehen. Das ist nicht etwa eine pikante Situation. Laurel und Hardy haben diese Dame vorm Ertrinken gerettet. Und die nassen Kleider hängen draußen zum Trocknen. Seien wir nicht so prüde, sagt der unternehmungslustige Hardy. Aber gerade wo es gemütlich wird, kommt der ständige Begleiter der Dame nach Hause. Killer Ede. Spezialität, Mord aus Eifersucht. Allem Unglück kommen die Ehefrauen von Laurel und Hardy vorbei. Sie passen auf ihre Männer auf wie die Schießhunde. Und man kann unseren Freunden nicht verdenken, dass sie sich zurückziehen. Sie verschwinden in der Ferne, aber sie bleiben in unserer Erinnerung. Zwei Komiker wie Sie werden wir nie wiedersehen.